Hey meine Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Heute habe ich mal wieder ein veganes Rezeptvideo für euch. Und zwar geht es um veganen Parmesan. Dieser hier ist wirklich super einfach herzustellen und kommt an das Original sehr, sehr stark dran. Passend dazu habe ich auch ein Gericht kreiert und zwar Pasta Aglio Olio. Das ist also glutenfreie Spaghetti mit Knoblauchöl und ein bisschen Chili. Und darüber gebe ich jetzt etwas von dem super leckeren Parmesan und werde noch einmal schauen, ob es auch wirklich gut schmeckt. So, lassen wir uns mal überraschen. Mmh. Das fühlt sich an wie Parmesan. Es schmeckt wie Parmesan. Es sieht aus wie Parmesan. Aber es ist vegan. Wow. Wirklich, wirklich lecker. Dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen. Und ja, teilt mir doch mal mit, ob es euch geschmeckt hat in den Kommentaren. Für unseren leckeren veganen Parmesan brauchen wir lediglich drei einfache Zutaten. Zum einen Bierhefe, ist auch sehr gesund für Haut, Haare und Nägel, dank der vielen B-Vitamine. Pekannüsse. In der gleichen Menge etwa wie die Bierhefe, sowie Salz. Hier habe ich Himalaya-Salz. Und das alles mixen wir jetzt einfach zu Parmesan. Zack, zack und ein bisschen Salz auch noch dabei. Wenn ihr das Gerät vorher gewaschen habt, macht es bitte richtig, richtig sauber, weil wenn Wasser dran ist, dann klebt die Bierhefe am Wasser und dann mixt das nicht so gut. Also dieser Topf muss wirklich richtig, richtig ohne Wasser sein. Sauber, trocken und ohne Wasser. So, dann machen wir das mal einmal. Und schon ist unser Parmesan fertig. Ihr seht, der hat dieselbe Farbe, so gut wie zumindest, es ist gelblich. Und es sieht auch so aus wie Parmesan. Und wenn ihr es riecht, ah, es riecht auch genau wie Parmesan. Also es ist wirklich für mich persönlich die perfekte Parmesan-Alternative. Probiert es aus, berichtet mir. Ich bin schon gespannt. Und wer jetzt noch erfahren möchte, wie ich dazu die Spaghetti gemacht habe, der bleibt einfach dran, dann zeige ich es kurz. Für unsere Pasta, da brauchen wir zunächst einmal Wasser, das wir aufkochen. So, direkt auf Stufe 9. Und damit der schneller kocht, tut man immer noch mal so ein bisschen Salz dazu. Zack. Und dann warten wir einfach ab und wenn das Wasser kocht, dann kommen unsere glutenfreien Spaghetti dazu. Ich habe jetzt welche aus Linsen- und Vollkornreis. Die mag ich total gerne. Bis gleich. Das Wasser kocht richtig ordentlich und jetzt können wir erst jetzt wirklich unsere Spaghetti reintun. Das ist ganz wichtig, wenn ihr diese, ich sag jetzt mal, Linsenspaghetti, also nicht aus Weizen, vorher reintut, dann verkleben die. Dann habt ihr hier nur so eine Matsche in dem Topf. Übrigens gilt das natürlich eigentlich auch für Weizenspaghetti, nur da merkt man das nicht so schnell. Aber bei solchen nicht echten Spaghettis ist das noch schlimmer. Wenn die in nicht richtig kochendes Wasser geschüttet werden, dann kleben die und dann ist das richtig furchtbar. So, jetzt warten wir mal 10 Minuten, weil die brauchen ein bisschen länger. Und dann können wir uns die geile Aglio-Olio-Soße zubereiten. Ja, die Spaghetti sind jetzt richtig schön durchgekocht. Das heißt, wir gießen das Wasser ab und dann können wir mit der Soße loslegen. Hier braten wir zuerst das Öl an. Und während die Pfanne dann richtig heiß wird, können wir schon mal ganz viel Knoblauch schneiden. Denn wie es im Namen Aglio Olio drin ist, es besteht hauptsächlich aus einer Öl- und Knoblauchsoße sowie ein bisschen Chili für die Schärfe. Das ist eigentlich ganz lecker. Also kann ich euch nur empfehlen mit ein bisschen Chili dabei. Das schmeckt richtig super. Zack, und es ist so schnell fertig. Das ist übrigens frischer Knoblauch. Das ist jetzt kein getrockneter, deswegen sieht der so ein bisschen anders aus. Aber auch genauso lecker. Vielleicht sogar ein bisschen leckerer. So, ich
denke mal die zwei und dann habe ich aber mehr als genug. Da könnt ihr einfach nach eurem eigenen Geschmack gehen. Zwischendurch immer ein bisschen mit der Pfanne schwenken, damit der Knoblauch nicht anbrät an einer Stelle. Und wenn der Knoblauch so ein bisschen braun ist, so wie jetzt, dann geben wir die Spaghetti dazu. Und mischen das alles zusammen. So. Und jetzt alles schön in den Teller geben. Voilà, hier haben wir unsere Pasta. Und was fehlt da drauf? Natürlich unser Parmesan. Den streuen wir jetzt einfach mal drüber so ein bisschen. Zack. Mmh, lecker, lecker, lecker. Guten Appetit, meine Lieben, und ganz viel Spaß beim Nachmachen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Gern könnt ihr mir auch folgen. Und ich würde sagen, bis ganz bald. Bleibt gesund bis dahin, meine Lieben. So, Mama, ich habe dir Spaghetti gemacht. Guck mal, wie sieht das denn aus? Was denkst du, ist das? Ja, Parmesankäse mit Pasta. Probier mal, ob das denn auch schmeckt. Ja. Du kannst auch ruhig noch mehr Parmesan nehmen. Das reicht aber, du hast fast ein Pfund hier drauf getan. Es riecht aber sehr lecker nach viel Knoblauch. Ja, das liebe ich schon mal sehr. Und wie riecht der Parmesan? Der Parmesan, Moment. Wie Parmesan. Ist auch Parmesan. Ehrlich? Nee, Quatsch. Ist veganer Parmesan. Oh. Ja, ich will Parmesan. Toll. Schmeckt super. Yeah. Hat auch ganz tollen Geschmack. Super. Klasse. Dann lass es dir mal schmecken. Das hast du wieder hingekriegt. Ja, das gab's davor im Video. No time to wait, don't hesitate. I will survive. If you're trying to believe in what you're loving, you're receiving. Whoa.